nur um mir nochmal zu verdeutlichen, dass IT-Forensik wirklich eine Menge Spaß machen kann, hacke ich jetzt mal einfach den NSA Surveillance rein, ich halte ihn jetzt noch nicht für integer. Connect. Was ist denn Lucifer? Nehmen wir Lucifer an, komm, die Teufel kommen. Die Teufel sind Teufel und so wieder am Bescheißen. Velo, die Volo ist halt immer totaler Rotz. Connect. So, und spätestens jetzt kommen wir gleich in die Reichweite der Hotspots. Das heißt, wir haben für irgendwelche einen Password-Sync durch. Und wenn der Typ mit seinem Devolo-Router ja einmal bei Edeka einkaufen war, dann reicht das. Ich weiß, ich kann mit seinem Passwort ab und lasse das nicht mehr überfahren an der Zeit. So. Xiaomi, Connect. Ja, und ihr seht, dass jetzt alle gespeichert werden. Das heißt, man versucht jetzt hier, oder quasi man versucht jetzt hier meine Methoden zu unterwandern, indem man wie mir vorgaukelt, das Ganze sein Digger, aber STW, das ist jetzt ein Studentenwohnheim, der Hotspot, dass der jetzt offen ist, nicht verschlüsselt, das ist eine Botnet-Entry-Node. Ja, Obtaining IP-Address kann natürlich wieder ein bisschen dauern. Das probieren wir mal den anderen, wenn der besser geht. Ist halt immer die Frage, du kannst nicht vertrauen, was hier steht. Also wenn da steht exzellentes Signal, das heißt ja halt gar nichts. Ja, und wenn das steht pur, dann ist das in der Regel auch pur, aber mit weiteren Angaben kann ich dazu echt nicht machen, das müsste auch nicht. So, und dann machen wir hier an Edeka vorbei. Damit der Test auch der Reichweite ist, ganz normal. Jetzt haben wir die Internetverbindung, jetzt können wir uns versuchen mit einem VPN-Server zu verbinden. So, eine Verbindung besteht auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird jetzt keine Server-Reply erwarten, ja, kommen meine ich. Dann kann mal ein bisschen dauern. Aber jetzt müsst ihr wieder aus der Reichweite rauslaufen. Dann simuliert man eigentlich ziemlich akkurat die ganzen Mechanismen. Aber jetzt gerade jetzt läuft man nämlich wirklich in die Reichweite von STW Buffet und das hängt jetzt im Prinzip die ganzen Passwörter von der Hochschule mit den Passwörtern hier von dem Buffet und Restaurant und was auch immer. Das heißt, ja, das Ganze ist relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht, wenn man gut gefunden hat. Danke nochmal fürs Paar an dich. Ohne dich wäre ich nie so weit gekommen. Ja, hier geht es hier nicht darum, irgendwelche kriminellen Machenschaften zu begehen oder dergleichen. Hier geht es nur darum, kriminelle Machenschaften aufzudecken. Und diese kriminellen Machenschaften werden dann von der BAD begangen. Im Namen der NSA. Beziehungsweise die NSA begeht diese Verbrechen im Namen des BND. So, das ist richtig. Ja, und jetzt sind wir schon längst aus der Reichweite rausgelaufen. Wir haben jetzt aber immer noch schwaches Signal. Das funktioniert über dieses -1 Mbps Link Speed. Mit denen wird das Ganze eben. Ja, mit denen werden im Prinzip so ein bisschen die Grenzen der Physik ausgetrickst. Natürlich nicht wirklich physisch, sondern rein virtuell. Das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall eine stärkere Verbindung. Jetzt der Hotspot ist weg. Und jetzt sehen wir hier schon Freifunk. Das heißt, wenn ich mich mit dem verbinde, kommt dann schon ein VPN rein. Und wenn ich in den VPN reinkomme, können sie nichts mehr machen. Oder ich nehme das Hotel. Zack, connected. Ja, und es geht halt alles über die offenen Netzwerke. Das heißt, ich muss mich hier gar nicht mit RV, Prepost, Gäste, WLAN und den ganzen Scheiß aufhalten. Die ist eh alle nur total kompromittiert. Hier habe ich wenigstens professionelle Infrastruktur. 5 GHz, Standardmantik. Das sieht in meinen Augen besser gut aus. Dann drücken wir jetzt mal auf PowerVPN. Und da werden wir jetzt mal Quick Connect versuchen und gehen jetzt mal auf Deutschland, weil wir uns da so ein befinden. Insofern, ja, das ist halt immer der Punkt. Also die tun halt einiges, um dich an der VPN-Verbindung zu hindern. Deswegen finde ich auch dieses Feature von NordVPN so geil, mit dem ich hier einfach den, also klar, das gibt es auch ja Wi-Fi-Sending in Requirement. Current Network, die müssen wir nicht mal einloggen. Das heißt, jetzt ist immer dieses ganze System im Gang. Wenn wir jetzt einmal Wi-Fi-Sending in Requirement in der Nummer draufgehen, dann wird wahrscheinlich einfach abstürzen. Weil wir ja nicht verbunden sind. Also wir gehen das im Prinzip mit dem VPN, der killt jetzt die Verbindung und denkt, okay, da hat sich nicht eingeloggt, da hat auch keine Verbindung. Das kann, klar, da kommt das Login-Interface, das braucht eine WLAN-Verbindung, aber das war's dann auch schon. Das ist im Prinzip ein Teil von dem ganzen System. Weil
ausmacht, was macht. Hier seht ihr wirklich, hier könnt ihr der NSA wirklich bei der Arbeit zusehen auf dem Android-Telefon. Und ich laufe so langsam wieder, ich bin längst auf der Reichweite von dem Modell eigentlich. Also das hätte ich schon verdammt gute Infrastruktur. Was hat denn das für ein Linkspeed? Ja, 57 Mbit, das ist glaube ich auch nichts. Ja, und jetzt ist auf einmal die Verbindung schwach. Jetzt können wir über die Telekom hier reingehen. Gucken, was passiert. Ja, und natürlich können wir jetzt, wenn die Telekom hängt, versuchen wir jetzt mal über den Media Wi-Fi. Ich habe mein Ziel erreicht.